Was macht ein Fluglotse? Als Fluglotse sorgst du dafür, dass am Flughafen und in der Luft alles nach Plan läuft. Das heißt genau, du sorgst dafür, dass Flugzeuge ihre zeitlichen und räumlichen Abstände einhalten und dass kein Risiko oder gar Kollisionen entstehen. Fluglotse ist übrigens nicht gleich Fluglotse. Du kannst als Towerlotse oder als Centerlotse arbeiten. Towerlotsen regeln den rollenden und fliegenden Verkehr am Flughafen und geben Start und Landung frei. Centerlotsen sind für einen bestimmten Sektor im Luftraum zuständig und arbeiten über Radar. Jetzt direkt zum spannendsten Fakt. Wie viel verdient ein Fluglotse überhaupt? Fluglotse zu werden lohnt sich auf jeden Fall finanziell. Allein während der Ausbildung bekommst du 1600 Euro im ersten Ausbildungsjahr und 4000 Euro im zweiten Ausbildungsjahr. Im Beruf sieht es sogar noch besser aus. Bereits als Berufseinsteiger sind rund 6000 Euro im Monat drin. Was lernt man in der Fluglotse-Ausbildung? Kurze Info vorab. Die Fluglotse-Ausbildung ist eine besondere Ausbildung. Du machst sie innerhalb von 3 Jahren bei der Deutschen Flugsicherung. Sie teilt sich in 2 Abschnitte, die grundlegende Ausbildung und die betriebliche Ausbildung. In der grundlegenden Ausbildung steht vor allem Unterricht in Fächern wie Flugwetterkunde oder Flugsicherungstechnik an. Aber auch praktische Übungen erwarten dich. In der betrieblichen Ausbildung entscheidest du dich für die Fachrichtung und lernst unter anderem, wie die Flugsicherungsstelle organisiert wird. Und wie kann man als Fluglotse starten? Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Bist du zwischen 18 und 24 und kannst einwandfrei sehen und hören? Perfekt, damit erfüllst du schon mal 2 wichtige Kriterien. In einem Auswahltest musst du dann dein Können unter Beweis stellen. Dabei stehen körperliche und psychische Faktoren sowie dein Englisch im Fokus. Und zum Schluss brauchst du noch ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis. Und dann bist du im Rennen. Aber beachte, die Auswahlverfahren sind super streng. Für die Ausbildung brauchst du dann vor allem eins, und zwar Verantwortungsbewusstsein. Schließlich bauen nicht nur die Piloten, sondern auch die Passagiere auf dich. Wo arbeiten Fluglotsen? Fluglotsen arbeiten, wie könnte es anders sein, am Flughafen. Aus deinem Kontrollturm oder deiner Kontrollzentrale hast du den besten Überblick über dein zugeteiltes Gebiet. Gibt es Besonderheiten? Noch eine letzte Info für dich. Neben der Ausbildung gibt es auch noch ein duales Studium zur Fluglotsin. Wenn du noch mehr darüber wissen willst, schau doch gerne mal auf dem dazugehörigen Berufsprofil auf azubio.de vorbei.